Pew. Pew. Hallo erstmal, Klaus mit der Name. Sie kennen mich vielleicht wegen dem berühmten Spruch: Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Sie glauben das, Quatsch? Da steht alles drin. Krieg für Vollprofis. Totaler Krieg, Nebel der Ungewissheit, Volkskrieg. Das ganze Gelümbe. Alles total nüchtern und sachlich abgehandelt natürlich. Das Kind muss schließlich vor dem Verzehr sorgfältig zubereitet werden. Also mich wundert's nicht, dass ich der Heimschulstoff von den Kriegsakademien bin. Vom Kriege ist der Träger der Erbinformation westlicher Geostrategie. Keine Ahnung, was Erbinformation nun genau sein soll, beziehungsweise warum da nicht vom Vaterland Preußen die Rede ist. Naja. Trotzdem, das ist theoretischer Fehlerfans. Ich hab's doch geschrieben. Das Wissen muss ein Können werden. Ihr habt das gehört. Und in der Praxis hat's bei mir nämlich so ausgesehen. Mein ganzes Leben lang war da der Zweifel über meinen Adelstitel, also dieses von Clausewitz. Ist er nun echt? Ist er erfunden? Ist er ergaunert? Jetzt kann ich's nicht sagen. Er war natürlich... Wie Sie sich vorstellen können, musste ich wegen all der Zweifelei deswegen besonders eifrig werken. Ausgesprochen, nennen wir es mal, sinnvoll wirken. Schlau sein. Auffallend nützlich sein und so weiter. Schatze, ein schleimiger Monarchist. Schnauze auf den billigen Plätzen. Wo der Herr der Akzent stammt, fragen Sie sich nun? Feldlager im Sachsenland natürlich. Wir sind das Volk. Jedenfalls, für das Ansehen der Familie meiner lieben Gattin Marie, die waren, auch adlig. Dann war ich doch bestensfalls eine fragwürdige Partie für meine Marie. Ich sag's Ihnen, wie eine dunkle Wolke hängt sowas über allem. Also dieses, Ordinero. Das ist nicht ganz einfach. Für meinen Chef Gneisenauer hätte ich jedenfalls alles getan. Naja, letztendlich, ich hab alles getan. Ich bin gelaufen wie ein Streber, hab hier Dienst geleistet, herumgeordert und gedrillt. Letztendlich war ich wie ein Wutbürger. Wir Patrioten waren auch wütend. Wir Patrioten waren damals alle wütend, das könnt ich Ihnen sagen. Gerade in der Zeit nach Napoleon. Der Anpackgeist, der hat komplett gefehlt. Sie merken es, ich werd schon wieder emotional. Aus glühender Liebe zum Vaterland habe ich es damals verraten müssen. Ich war ein waschechter Fahnenflüchtiger, das müssen Sie sich mal vorstellen. Wenn Sie nun glauben, dass das ein Widerspruch ist, dann liegen Sie natürlich völlig richtig. Aber wenn sich das Vaterland dem Napoleon unterwirft, diesen Pleb aus der kölnischen Provinz, diesen mächtigen Volkstribun mit seiner Revolutionsarmee, voller Kleinwüchsiger. Pah! Entschuldigen Sie meine emotionale Entgleisung gerade. Das ist einfach ein Thema, was mich emotional sehr ergreift. Ich musste das damals einfach so aufschreiben. Ich konnte nicht ahnen, dass sowas Widerstöße nach sich zieht. Ich sage also, dass der Schandfleck einer feigen Unterwerfung nie zu verwischen ist. Dass diese Gifttröpfen in die Blute eines Volkes in die Nachkommenschaft übergeht und die Kraft späterer Geschlechter lähmen und untergraben wird. Und deswegen fühle ich mich rein von jeder Selbstsucht, dass ich mit offener Stirn bekennen darf, mich nur zu glücklich fühlen, einst in dem herrlichen Kampf um Freiheit und Würde des Vaterlands einen glorreichen Untergang zu finden. Verdient dieser Glaube Verachtung und Höhen? Die Nachwelt entscheide hierüber. Was soll das heißen, das Dritte Reich hat den Zweiten Weltkrieg verloren?